ist aber nötig, ne? So die Spitzen. Kaputt. Ja, dann schneide ich dir deine Spitzen. Ja. Okay. Du willst aber nicht vom Schnitt was anderes haben, ne? Soll schon so bleiben. Ja. Hast du Stufen? Eigentlich schon, aber... Willst du nicht lieber, du willst auf eine Länge, würde ich auch so machen. Ja. Ja. Also, okay. Dass ich noch ein Bild machen kann. Perfekt. Dann gehen wir zum Waschbecken. Dann wasche ich dir erst die Haare, dann mache ich dir eine schöne Kopfmassage. Okay, perfekt. Ist das zu warm? Ja, das ist in Ordnung. Ja. Okay. Ich mache hier auch eine Intensivpflege rein. Mhm. Jetzt kannst du noch mal schön Glanz nachher. Danke.
Alles gut bei dir? Perfekt, danke. Schneide auf Mittelscheitel, dann kannst du mit Rechtsscheitel, Linksscheitel tragen, wie auch immer. Ich habe meinen Wirbel ganz vorne. Ja, ist doch perfekt. Ja. Perfekt. Magst du einen Körpenling haben? Meine sind rausgewachsen. Ja? Okay, ich mache ihn. Wenn du das möchtest. So wie ich? Ich habe da nichts gegen. Ehrlich? Ja, also tob dich aus, mach was du willst. Ey, okay. Deswegen habe ich dir ja gesagt, wenn ich dir Ischiera machen kann, dann freue ich mich. So die Länge wie ich, alles schön gerade und dann vorne Curtain Bang. Ja. So. Aber ich bin da voll Dingens. Perfekt. Schmerzfrei. Perfekt. Wenn es für euch geil ist. Nee, ich wusste nur nicht, dass du. Ich dachte, du lässt deine Haare jetzt wachsen. Nein, nein, ich hätte nur im Moment nichts machen lassen. Ah, okay. Perfekt, Schatz, dann machen wir das, wenn du das möchtest. Nee, ich bin hier, ja. Los, alles aus. Ja, dann. So, ich dir Kupfersträhnen machen. Oh, Jesus Christ. Oder Orange. Nein. Wahnsinn. Nur vorne nicht. Hinten Wahnsinn. Ganz viel. Ja, vorne eigentlich auch. Also du hast insgesamt richtig dichtes Haar. Das habe ich aber seitdem schon so lassen. Ja, ne? Mhm. Man merkt das schon, wenn man nicht allzu viel rumexperimentiert. Also in den Spitzen auf jeden ja, Fall. Ja, das merke ich aber auch beim Kämmen oder Ähnliches. Aber du hattest die doch eigentlich so kurz. Wie schnell sind die gewachsen, bitte? Weißt du, wann ich die schneiden lassen habe? Ich habe die an. Achillean Dünne, also das heißt Jana Bogen, Künstlerin Behaftdönche. Nein, ja. Nein. Das ist, glaube ich, weil ich, wie heißt es nochmal, die immer, ich weiß es nicht, einfach in Ruhe lasse. Mhm. Und seitdem ich diesen Heißluftföhn da habe, oder wie er heißt. Mhm. Mit der Hitzeschutz, ja. Und der Pium eine. Machst du? Und ich benutze halt, wie heißt es nochmal, viel Kindersachen. Mhm. Ich weiß nicht, auch noch N-E geht über, ne? Ach, Entschuldigung. Alles gut. Mustafa Gadget in Schokosuppe, ich weiß auch nicht. Mega. Ich will mir die so richtig ganz kurz, aber das bereue ich, sobald ich mir einen Zopf machen will. Jetzt kriegst du auch einen Zopf hin, gerade so. Gerade so. Ja, ja, ich lasse die ja meistens auf. Ein Halbzopf ist mir am liebsten, dass die mir nicht im Gesicht hängen. Mhm.
Aber deine Länge steht dir auch extrem, finde ich. Ich will die wieder lang haben. Echt? Du warst doch so glücklich. Also ich glaube, ja, weil das ist halt pflegeleicht, ne? Ja. Aber ich krieg kein Dutt hin vernünftig. Du weißt ja, hier oben mein Teppedecke. Das brauche ich aber auch beim Putzen. Ich kriege das, ja okay, bei denen vor 10 Minuten ein bisschen bekommen. Aber das war mir zu lang. Mittlerweile, ich hatte die ja früher mal ganz, ganz lang und jetzt, seit 2021 habe ich die immer kurz. Kurz steht dir aber auch mega. Ich mag es auch viel mehr, bin ich ehrlich. Das sieht locker, flockig aus bei dir. Das ist mir auch viel lieber, weil ich bin, du weißt ja, ich mag das nicht, ich das machen, dies machen. Ja. Ja, du magst pflegeleicht, ne? Ja. Jetzt eine Hitzeschutzcreme vor dem Föhnen, ganz wichtig. Mal das. Wie Parfüm. Hammer, ne? Das riecht echt sehr gut. Nee, ich bin einfach kurz. Ich bin wirklich. Ich fühle mich direkt schon wohler. Ja, ne? Ja. Steht dir auch mega gut. Guck mal, was hier runtergekommen ist. Hammer. Das merkst du so geil, glaube ich, erst dann mit dem Essen. Nee. Spitzen schneiden? Ja, Türkei-Spitzen. Thank you.
jetzt weiß ich, was du meinst. Was denn? Achso, ja. Dass die Haare, die sind zwar glatt, aber die... Nicht so blau. Ja, genau. Deine Haare gehören als zu mir. Wehe, wir gehen zu einem anderen Film. So Hammerhaare. Das macht gerade so Spaß. Nein, weil die sich so umformen, wie ich das gerne hätte. Die machen genau das, was ich will. Ja.
Ja, voll. Manche Haare fehlen zu, es funktioniert einfach nicht. Ja, du hast viel Masse, ne? Wie nennt man das ja? Wie soll man das nennen? So strohig, so ein bisschen. Ja, aber du hast ja ein bisschen Locken. Vielleicht dann sieht sie das nicht. Ich finde nicht an mehr Wellen habe. Ja. Mega, du bist voll der Kurzhaartyp. Voll. Mega. Auch die Länge ist gut, ne? Nicht zu kurz, nicht zu lang. Ja. Ne? So sieht wäre auch cool bei dir. Hab aber du hast zu viel Masse, dann siehst du aus wie so ein Helm. Deswegen musste ich mir damals immer eine Seitenscheitel machen. Das habe ich aus Versehen mal machen müssen. Ah, okay. Ja. Ja, wäre, glaube ich, nichts gewesen, Dore. So ist schon. Ich habe auch viele Rotpigmente. Ich kann nichts außer dunkel machen. Deswegen habe ich auch aufgegeben. Ja, weil ich habe wirklich schon alles versucht. Ich habe viel nachgeforscht. Ja, im Urlaub gefragt in der Türkei. Mhm. Hier, aber dann wollen die 300, 400. Ich glaube, deine Haare würden das auch nicht so mitmachen. Mhm. Die gehen sehr schnell kaputt. Ja. Obwohl die so dick sind. Ich denke, genau das Problem habe ich auch mit meinen Haaren. Ich verstehe das auch nicht. Ja, stimmt. Manchmal ist das so genau das, was man haben will. Ja. Also dieses Blonde finde ich so schön. Ich wäre auch so gerne mal blond. Einmal im Leben. Ich war es mal, ich sah ganz schlimm aus. Ja, ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ganz schlimm. Dann war das auch kein Blond, war das Orange. Ach, okay. Ja, ich kann mir schon vorstellen, wie das aussah. Ja, weil dadurch, dass du halt diese Rotpigmente hast, ne, es kann gar nicht klar werden von der Farbe her. Und ich habe das anscheinend sehr, sehr extrem. Das sieht man auch. Mega. Ich liebe es. Das ist da das, immer. Ist das eine Locke oder was ist das? Das versucht eine Locke zu sein, das ist aber immer. Der lässt sich auch nicht so gut glätten. Keine Ahnung warum. Ja, das ist wegen deinen Wirbel da, wegen der Haarwuchsrichtung. Ja, meine Mama sagt mir, das kommt davon, weil ich so aggressiv bin. Ja. Hat wohl viel mit dem Wirbel. Echt? Mütter. Kontrolliere ich nochmal, ob das gleich lang ist. Du hast hier unten auch krasse Wirbel. Echt? Hier im Nacken. Die Wuchsrichtung, die ist so nach oben. Und das also ist es richtig so, ja, wie es sein soll, aber heftig. Also die wachsen von hier nach hinten. Normal müssen die hochwachsen. Ja. Oder nach unten. Nee, nach oben. Oben, ne? Ja, ja. Oben.
finde das auch so gerade geschnitten, so schön, ne? Anstatt dass so fisselig ist unten, also strähnig. Ich mag das auch gar nicht. Das sieht auch nicht direkt clean aus. Genau, das sieht direkt so kaputt aus. Ja. Nicht clean, wie du schon sagst. Früher war das ja immer, fand das ja immer jeder hässlich. Nicht gerade. Und da, einen. Das weiß ich sogar noch. Man sieht direkt, wie gesund die unten sind. Vor allem, du hast so einen schönen Glanz jetzt, ne? Ja. Gefällt es dir? Sehr, wirklich. Vor allem, wenn du so einen halben Zopf machst, ne? Was ich ja liebe. Und dann kommt das hier so schön. Old Money. Richtig schön wie eine Mona Lisa. Toll. Gefällt dir wirklich extrem, die Haarlänge? Ja. Warte mal. Ja. Stopp. Das genau, Polymarke. Also, wie kann man nicht machen?